Moin moin und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte nämlich jetzt ein paar Fragen beantworten, die so in der Kommentarsektion in den letzten Wochen und Monaten sich angehäuft haben. Falls deine Frage nicht dabei ist, einfach nochmal unten in die Kommentare schreiben. Früher oder später werde ich sie auf jeden Fall auch mal beantworten. Ich würde jetzt mal sagen, lass uns gleich loslegen und keine Zeit verschwenden und damit anfangen. Zeigst du auch was von deiner neuen Wohnung? Klar mache ich das. Die Wohnung ist natürlich auch danach ausgesucht, dass ich darin drehen kann und ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie meine Videos darin entstehen und dann werde ich euch bestimmt auch ein bisschen zeigen, wie es da so aussieht und wie ich mich da eingerichtet habe. Hörst du ganz auf mit der Sexarbeit oder machst du dann weiter, wenn es wieder erlaubt ist? Sehr gute Frage, die ich im Moment tatsächlich nicht wirklich beantworten kann, weil ich es einfach nicht weiß. Gerade fühlt es sich tatsächlich auch mal so ganz gut an, so im nicht illegalen Graubereich irgendwas zu machen und zu arbeiten. Ich kann es mir aber schwer vorstellen, gänzlich darauf zu verzichten. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es in Zukunft nicht meine Haupteinnahmequelle sein wird. Das ist so ein Trend. Aber wer weiß das schon, wer soll das jetzt schon irgendwie so weit in die Zukunft voraussagen können? Ich kann es nicht. Also es ist alles möglich. Bist du schwanger? Nein, ist jetzt auch nicht unbedingt die Frage, die man so im öffentlichen Raum stellt, oder? Hast du schon mal überlegt, mit deiner tollen Stimme beruflich was zu machen? Eigentlich dachte ich, dass ich das schon mache. Ich habe ja hier diesen YouTube-Kanal, wo ich zu ganz vielen Menschen spreche. Und seit neuestem habe ich auch so eine kleine Kolumne bei Paula kommt. Habt ihr das schon gesehen? Was? Nein? Ich verlinke alles. Also ich denke, ich bin schon auf dem besten Weg dahin, auch mit meiner Stimme meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ja, Ohren offen halten, würde ich sagen. Kannst du in deiner neuen Wohnung arbeiten? Es ist möglich und ich kann da natürlich auch Videos machen. Wie sich das alles aber tatsächlich entwickelt, das muss die Zukunft zeigen. Ich weiß es nicht. Vielleicht die Glaskugel befragen? Wer weiß. Warum genderst du? Das fragt ihr mich in ganz verschiedenen Variationen. Manchmal nett, manchmal weniger nett. Ich selber gender, weil ich in der letzten Zeit, ich bin nicht super informiert über die Themen Genderrollen und Genderidentitäten, aber je mehr ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, desto mehr wünsche ich mir selbst eigentlich auch eine Sprache, die viel diverser ist und viel mehr zum Ausdruck bringt. Und ja, das ist der Grund, warum ich gender, weil ich es manchmal tatsächlich exakt so zum Ausdruck bringen möchte und exakt auf das aufmerksam machen möchte, was ich dann da gerade formuliere. Warum ziehst du dich aus dem Berufsverband genau zurück? Um es kurz zu machen, Rassismus und weil mir inzwischen der Glaube fehlt, in solchen Strukturen selbst wirksam sein zu können. Das, was ich bislang an Einfluss nehmen konnte, ist ein Bruchteil dessen, was ich mir selbst gewünscht habe. Und ich mache dazu vielleicht auch nochmal ein ausführlicheres Video. Mal gucken. Wie verdienst du jetzt deinen Lebensunterhalt? Sehr gute Frage, unter anderem mit meinem Shop, den ihr auch über den Link da unten erreichen könnt. Dort vertreibe ich ja so sexy Videos. Ich habe allerdings auch das ein oder andere Interview bzw. Workshop gegeben, der bezahlt wurde und bin ja jetzt auch bei Paula kommt mit einer kleinen Kolumne vertreten. Die hat auch ein bisschen Geld reingeschwemmt und ich muss immer noch sehr gut haushalten, aber es reicht, um über die Runden zu kommen. Wo kann ich einen Strap-on kaufen? Im Sexshop, das ist mein bester Tipp. Ich würde auch tatsächlich ja, vielleicht abwarten, bis man ihn anprobieren kann. Ansonsten gibt es da oder da, irgendwo da oben, auch einen Link zu einem Video, wo ich ein bisschen erkläre, wie man den passenden Strap-on für sich findet. Was sagst du zum Wirbel um die Dokumentation vom NDR Lovemobil? Was soll ich denn dazu sagen? Vielleicht an alle Gremien und Redaktionen und Planungsteams und auch an alle Sender. Wenn ihr euch tatsächlich dem Thema Sexarbeit annehmen wollt, wie wäre es, wenn ihr echte Sexarbeitende mal nehmt, wie mich zum Beispiel, seit 8 Jahren, echt authentisch, tatsächlich Sexarbeitende, die sogar einen echten YouTube-Kanal hat, in dem sie echte Stories erzählt aus ihrem Leben als Sexarbeitende und sogar andere echte, authentische Sexarbeitende interviewt.
Das wäre vielleicht mal so eine Möglichkeit. Vielleicht arbeitet ihr auch mal mit der Sexarbeitenden zusammen, die nicht nur echte Sexarbeitende ist, sondern auch noch echte ausgebildete Filmemacherin ist. Vielleicht habt ihr dann mal eine Chance, eine echte, authentische Doku zu machen über dieses Thema Sexarbeit. Und ja, es mag sein, dass da nicht so viele tote Nutten drin vorkommen, aber es könnte sein, dass ihr echte, authentische Einblicke in das Leben von Sexarbeitenden bekommt. Werde ich nochmal ASMR-Videos machen? Mal sehen. Im Moment eher nicht, da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Aber sonst lasst mir gerne mal ein Feedback da. Wie fandet ihr denn so diese Meditations- und Entspannungs- und ASMR-Geschichten? So richtig viel geklickt wurde es nicht, aber das muss ja nichts heißen. Wenn du ein glühender Fan bist, schreib mal unten, wie du so diese Entspannungsgeschichten fandest. Fand ich selber auch mal interessant. Wo kann ich dich nackt sehen? In meinem Shop www.josephanereus.de/shop. Dort gibt es Videos mit mir in Naht. Also kleiner Werbeblock. Wenn ihr tatsächlich Lust habt, mich zu unterstützen oder ja, Dinge von mir und meiner Sexualität zu sehen, dann schaut mal gerne in meinem Shop vorbei. Unterstützt eine Sexarbeitende, mich, und habt Spaß dabei. Wer sagt denn, dass du ein Video pro Woche produzieren musst? Gute Frage, das sagt an sich niemand. Es ist aber so ein bisschen mein eigener Anspruch. Als ich mit YouTube angefangen habe, war es mir noch nicht so ganz super wichtig, aber es wurde tatsächlich schnell wichtig, ja, da auch wirklich die Energie reinzustecken, um das Ganze zu einem erfolgreichen Projekt zu machen, das auch immer mehr an Reichweite gewinnt. Und dafür ist es tatsächlich notwendig, sehr regelmäßig zu posten. Ich habe dann für mich entschlossen, einmal die Woche zu posten. Und es gab halt auch in den letzten Jahren quasi so ein stillschweigendes Übereinkunft, dass es halt jede Woche ein Video gibt, und ich weiß, dass auch viele Menschen tatsächlich, ja, sonntags um 9 Uhr warten, jetzt kommt das nächste Video von Josepha, und ich finde das mega schön, und oftmals ist es tatsächlich auch etwas, was mich eher beflügelt und sagt so, hey, yeah, Video machen. Manchmal ist es tatsächlich auch etwas, und so war es halt vor meiner letzten Pause auch, was eher belastend ist und etwas geworden ist, ja, wo ich mich unter Druck gesetzt gefühlt habe. Und ja, diesen spielerischen Zugang selber auch erstmal wieder finden musste. Auch wenn ja der Anspruch nicht immer auch ganz spielerisch ist, aber das ist halt, ich glaube, so sieht das Leben halt als Filmemacherin in den heutigen Zeiten aus. Zumindest wenn man auf Social Media präsent ist und seine Kunst und seine Werke dort veröffentlicht. Ich weiß selbst nicht, wie ich das in Zukunft handhaben werde. Vielleicht werde ich mir hier und da einfach mal auch die Freiheit nehmen und eben nicht jede Woche posten. Ich weiß es selber noch nicht. Wir werden es einfach sehen. Soweit. Ich hoffe, du hast wieder ein bisschen was über mich gelernt. Falls nicht, kannst du mal hier hinschauen oder unten einfach mal deine Fragen in die Tastatur tippen. Und vielleicht beantworte ich sie dann im nächsten Video. Wer weiß. Bis dahin. Macht's gut und alles Liebe. Ciao.